Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grounded. Ich musste gerade wieder schmunzeln. Ich habe gerade einen Folgentitel für die letzte Folge aufgeschrieben. Ihr habt den ja dann schon gelesen. Ich weiß nicht. Ich glaube, der trifft es ganz gut. Oder der trifft es ganz gut. So. Wir wollen mal schaffen, dort in dieses Rohr da hinten, wo jetzt der Cursor drauf ist, reinzuspringen. Mal sehen, ob meine Jump-and-Run-Künste das jetzt bewerkstelligen. Ha! Den Schritt haben wir jetzt schon mal geschafft. Das ist immer der, den ich am meisten verkacke. So, ich glaube, man kann hier zwar langlaufen, aber kommt hier sonst nicht irgendwie anders rein, ne? War das nicht so? Und da hinten sehen wir ganz, ganz, ganz viel Science. Hier hinten sehen wir noch einen Milchmolar. Vielleicht holen wir den. Ich glaube, der war gar nicht so schwer. Kann mich aber auch täuschen. Und dann geht's hier runter. Und da hinten sehen wir Science. Das ist wahrscheinlich der Aufenthalt des Labors. Kann sich ein Labor aufnehmen? Nee, ne? Das ist der Standort des Labors wahrscheinlich. Glaube ich besser. So. Und jetzt versuchen wir mal, hier reinzukommen. Nein, ich traue mich nicht. Wollen wir jetzt endlich mal? Ha! Geschafft! Und hier sind kleine Skarabäen drin. Da hatten wir die schon mal gescannt. Ja, hatten wir schon mal. Und hier können die auch nicht weglaufen. Deswegen ist das der beste Ort, um die zu farmen. Und deswegen wollte ich hier endlich mal rein. Autsch! Ach, das ist der Nashornkäfer. Oder? Langes wie ein Nashornkäfer. Jetzt sind wir natürlich genau dahin, wo wir hin wollten, aber mit 10.000 Mücken am. Ich habe voll vergessen, dass es hier doch runtergeht. La 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 la. Kommen wir hier hoch? Sieht schwierig aus. So, dann haben wir hier noch Wasserflöhe. Das sind aber nicht die einfachen Wasserflöhe. Es gibt nicht auch schwierigere Wasserflöhe. Ich habe voll vergessen, dass da ein Loch drin ist. So. Einmal Licht anmachen. Inventar ist voll. Ja, wenn wir die Fackel ablegen, ja, dann ist sie voll. Okay, wir haben 7 Glitzerkäfer-Dingsbums. Das ist schon so in Ordnung. Die hatten Frisch als Schwäche, ne? Okay. Ich würde die am liebsten einmal triggern, damit wir dann in Ruhe darüber springen können. Also wir müssen jetzt hier so ein bisschen übers Wurzelwerk. Genau, ich will euch triggern. Ah, das sind nur normale. Waren das nicht mehr Tigermücken? Das waren doch mal Tigermücken. Ja, haben sie das hier verändert? Oder waren das schon immer Stechmücken? Bei Stechmücken müssen wir ja nicht so viel Angst haben. Also, Nerven auch, aber die machen nicht so viel Schaden wie eine Tigermücke. Oder habe ich das einfach falsch im Kopf? Ja, erstmal triggern. Das ist gut. So. Ich weiß gerade gar nicht, wo man mehr lang musste.
nicht. Haben wir hier zwischenfest. Gehen wir mal weiter. Erstmal hier rüber. Dann kann die Mücke gerne kommen. Von wo kommt sie denn? Da. Ach ja, so. Nein, ich wollte nicht die Mücke. Die schmeißen wir doch gleich wieder raus, die Mücke. Stapel fallen lassen. Ne, Heilung haben wir noch. So. War das nochmal Science? Und eine Mücke. Ich frage mich, ob wir, wenn wir das Science einsammeln, ob wir dann wieder hier raufkommen. Ich glaube, ich lasse das mal kurz dort liegen. So wichtig ist mir das gerade nicht. So, dort sind drei Mücken. Oh, die hängt im Spinnnetz. So, hier sehen wir jetzt, was auf uns noch warten wird. Oh, oh, ich muss mal kurz weg. Und ich möchte dann jetzt mal in Ruhe. Ah, ich habe keinen Platz. Oh Mist. Treff den nicht. Doch jetzt. Ich muss ein bisschen auf den Gift-Tick achten. So, wir haben alle, ne? Okay. Die sind voll. Wir müssen. Komm, das kann mal weg. Das kann weg. Netzfäden wollen wir nicht, okay. Doppel fallen lassen. Ich sammle mal kurz. Okay, die haben alle nicht das, was wir haben wollen. Das heißt, fallen lassen. So, das wollen wir aber haben. Wir wollen uns wieder hochheilen. Denn, ne? Ich glaube, ihr ahnt es, was jetzt kommt. Eine schwarze Witwe. Du hast, dann guck mal, dann essen wir noch mal.
Naja. It's no women crime, but it's better than nothing. Wir werden jetzt im Dunkeln da reingehen. Und ich werde mal wieder in die First Person gehen, weil sonst drehe ich durch. Wir gehen auf die High Items. Die eins müssen wir noch nehmen. Habe ich gerade gesehen? Wir speichern natürlich. Ich will gucken. Sind da noch andere kleine drin? Ja. Würde ich vielleicht gerne erstmal rauslocken. Weil eine schwarze Witwe ist schon anstrengend genug. Ist halt nur noch die eine kleine, ne? Oder sehen wir noch eine? Ich treffe nur die große, wenn die da unterhockt. So. Nicht wieder zur Mama rennen. Wie gesagt, die Kleine würde ich gerne noch rauslocken und danach machen wir die Mama ganz entspannt. Kleine doof. Ach Mist. Oh, ich habe die Kleine getroffen. Perfekt. Hey. Schon down. Dann können wir uns jetzt auf die Große vorbereiten. Ich speichere nochmal. Nicht, dass da doch noch Kleine drin sind. Okay, los geht's. Hallo? Wird wieder wahrscheinlich ähnlich lange dauern wie die andere. Voll nicht getroffen. Da hat sie mich voll erwischt.
krieg sie gerade nicht gut erwischt. Schade. Ich dachte, wir schaffen es mal ohne Gift-Tick, aber nein. Ach Mist, ich bin gerade voll aus dem Rhythmus raus. Was mich bei den Smoothies immer ein bisschen irritiert, da steht ja dann die Anzahl, wie viel wir noch haben, und ich will dann immer die Zahl drücken und nicht auf welcher Nummer das liegt. So, jetzt ist sie nochmal betäubt. Geht halt auch immer zurück, das nervt. Schade, beim letzten Mal hat sie uns nochmal vergiftet. Oh. Warum kriegen wir denn nicht das, was wir von ihr kriegen wollen? Ich glaube, wir fallen lassen. Das auch einmal fallen lassen. Ach ja, aber geschafft. So, hier war jetzt irgendwo ein Milchmolar. Ach, da hinten. So, dann gucken wir nochmal, ob hier noch irgendwas liegt. Oberster Quarzit nämlich.
So. Hier geht es da raus. Da wollen wir nicht lang. Wir wollen... hier hinten lang. Ich hab die Kleinen nicht. Ich versuche die mal mit in den großen Raum zu ziehen. Wo ein bisschen mehr Licht ist, so. Okay. Nochmal gegenheilen. Und nehmen wir einfach mal das. Ich kann auch eigentlich den Speer nehmen, ne? Noch mehr kleine Spinnchen hier. Ja. War es das jetzt oder gibt es hier noch mehr? Also ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass das die einzige schwarze Witwe ist, die nicht nachspawnt, denn sie ist der Weg zu diesem Labor hier. Dort. Und ich glaube, deswegen spawnt die nicht nach, nicht dass man jedes Mal, wenn man einmal das Labor will, die bekämpfen muss. So, wir gucken uns jetzt hier einmal um, weil ich glaube, hier oben rum, es sieht zwar so aus, jetzt könnte man die schwarze Witwe umgehen, aber ich glaube, das war falsch. Also ich glaube, das ging nicht. Yay, Frame Drops bei Milch Mulan. Hatten wir lange nicht. So, hier haben wir Asseln. Da kommt man doch hier. Ist noch ein Milchmolar irgendwo. Also keine Angst, wir gehen natürlich noch zum... ach, hier. Zum Milch... zum Labor. Weil wenn wir jetzt hier den Milchmuller noch mitnehmen können, dann machen wir das doch, ne? Aber wie gesagt, ich glaube, diese schwarze Witwe muss man nur einmal bekämpfen und dann hat man's. Ei. Oh, kann man. Okay, mit dem Hammer bringt's gar nichts. Säuredrüsen brauchen wir doch auch nicht. Stapel einlassen. Wo denn? Ich glaube erstmal. So, war hier jetzt noch was? Okay, hier ist eine Ecke. Da möchte ich nicht reinspringen. Ich hätte gern jetzt so eine Leuchtfackel, die man dann so reinwerfen kann, um zu gucken, wie tief es ist. Roly-polies machen nichts. Ach!
Der Milchmüller ist hier irgendwie unten auf so einer. Da muss man hier runterspringen. Das möchte ich jetzt nicht machen. Den lasse ich da auch einfach, glaube ich. Oder ist der nochmal hier oben? Ach, der ist nochmal hier. Es gibt hier ultra viele, gefühlt ultra viele Milchmolare. Da unten, halt, wo ich gerade gezeigt habe, da steht, gibt es auch nochmal einen. So, was hatten wir hier? Also, Milben. Ach genau, das gab es noch. Hier drin ist Science. Die habe ich, glaube ich, bis heute noch nicht geholt. Hier sind noch mal kleine schwarze Witwen. Oh, I'm stuck. I'm pretty sure I'm poisoned or eat something funny. Or both. Ah, hier ist noch ein Milchmol. Also hier gibt's wirklich viele. Hier gibt es echt noch mal viele. Science. Science is surprisingly awesome. Und ich glaube, dann haben wir die meisten schon gefunden. Also wie gesagt, nicht alle, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal Richtung Labor. Hier geht's zur Spinne rein, ne? Ja. Bisschen orientieren. Ach, den sollten wir vielleicht mitnehmen, ne? Plätzen, okay. Also wir werden hier bestimmt ein, zwei Sachen rausschmeißen wollen. Die ganzen Aufwertungsmaterialien will ich natürlich nicht rausschmeißen. Wir haben schon wieder Netze. So, die brauchen wir natürlich. Ja, was ist das noch? Also ich wollte jetzt hier erstmal so ein bisschen die Umgebung erkunden. Und in der nächsten Folge gehen wir dann ins Labor. Ganz entspannt. Ich denke, jetzt haben wir hier den Großteil auch gesehen. Assel. Ja. Dann stellen wir uns jetzt einfach vor die Tür. Trinken mal einen Schluck. Ich glaube, hier war jetzt erstmal nichts mehr. Und dann suchen wir in diesem Labor in der nächsten Folge nach Hinweisen. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.